Ja, überlege, ob sich die Kugeln mit folgenden Koordinatengleichungen schneiden. Nutze dazu quadratische Ergänzung, um die Gleichung in eine Form mit ablesbaren Mittelpunkten und Radien zu bringen. Bestimme außerdem den Abstand der Mittelpunkte. Ja, also da sind ja natürlich schon ganz schön viele Tipps in der Aufgabe. Eigentlich kann man die auch weglassen und das kann man eigentlich von dir auch erwarten. Ich gehe mal davon aus, dass in der Klassenarbeit dein Lehrer das von dir erwartet, dass du es selber erkennst. Denn du solltest sehen, dass sich hier diese Kugeln in einer Form darstellen, wo man nicht genau erkennen kann, wo eigentlich jetzt der Mittelpunkt liegt zum Beispiel. Also es ist ganz schwer, nur aus dieser Koordinatengleichung hier die Kugel zu zeichnen. Da müsste man sich dann schon wirklich Punkte hier ausrechnen, die einzeichnen und dann so. Ja, grob die Kugel einzeichnen, also ungefähr die Kugel dann zu skizzieren. Aber das ist echt sauschwer und vor allem will man ja auch genau wissen, wo der Mittelpunkt liegt, um da nicht irgendwas nur so halbe Sachen zu machen. Es ist also aus diesen Formen nicht erkennbar, wo eben der Mittelpunkt liegt. Und deswegen, ich blende dir hier nochmal ein, aus welcher Form es erkennbar wäre. Das ist ja die sogenannte Koordinatengleichung, die wir hier sehen. Und zwar eben mit diesen Klammern und Quadraten jeweils und eben die Komponenten x1 und m1 in der Subtraktion da drin zusammengefasst. Dahin müssten wir das jetzt auch wieder bringen. Und wenn wir uns zum Beispiel mal das bei Kugel 1 angucken, dann brauchen wir ja aus diesem Teil hier eine binomische Formel, die ungefähr das hier dann ist. Und hieraus brauchen wir auch eine binomische Formel und hieraus brauchen wir auch eine binomische Formel. Die beiden bilden dann jeweils diesen Part hier. Ja, und was fehlt hier oben bei den binomischen Formeln? Und deswegen steht hier dieser Tipp mit der quadratischen Ergänzung oben im Text. Naja, hier fehlt hinten das konstante Glied innerhalb dieser binomischen Formel. Und das erkennen wir aus diesem Mittelteil hier, aus diesem minus 8x1 zum Beispiel. Bei diesem minus 8x1, man hätte jetzt ja in der zweiten binomischen Formel a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Und wenn dieses Mittelteil hier minus 2ab ist und a ist ja x1, dann muss b ja hier gleich 4 sein, weil nur mit 2 mal 4 komme ich auf 8. Also müssen wir hier ein plus 4 Quadrat ergänzen. Und hier bei dem zweiten Teil müssen wir auch ein plus 4 Quadrat ergänzen. Und hier hinten, da haben wir eine 6 stehen, also müsste das eine 3 sein, also plus 3 Quadrat hier hinten. Ich hoffe, du hast das jetzt verstanden, aber es ist letztendlich nur die quadratische Ergänzung, die du auch schon aus der 9., 10. Klasse und 11. Klasse kennst. Und deswegen, ja, gehe ich da mal so ein bisschen einen Schritt weiter. Das heißt, wir ergänzen quadratisch. Wir haben hier ein 4 Quadrat, was plus 16 ist. Wir haben hier auch ein 4 Quadrat, was 16 ist. Und wir haben hier hinten ein plus 3 Quadrat, was eben einer plus 9 entspricht. Und wenn wir das auf der linken Seite des Gleichheitszeichens ergänzen, müssen wir es auch auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens ergänzen. Da steht ja bisher nur eine minus 16, also kommen eben diese drei Komponenten auch hier wieder dazu. Also plus 16 hier dazu gepackt, plus 16 hier dazu gepackt, plus 9 hier dazu gepackt. Das ist ja egal. Wir addieren einfach auf beiden Seiten immer mit diesen Zahlen und wo wir sie dann hinpacken innerhalb der Gleichung, ist ja egal. Na, ist ja kein Mal. Ist jetzt ja nicht mal 16 und dann müssen alle einzelnen Terme damit multipliziert werden, sondern es ist einfach nur ein Plus und das kann man hinpacken, wo man will. So, auf der linken Seite haben wir also zweimal plus 16 hingepackt und einmal plus 9 und deswegen muss auch auf der rechten Seite addiert werden. Und jetzt siehst du, dass man hier jetzt die binomischen Formeln erzeugt hat. Und deswegen können wir die jetzt auch so zusammenfassen. Das hier ist die binomische Formel x1 minus 4 in Klammern hoch 2, genauso wie hier x2 minus 4 in Klammern hoch 2 und hier x3 minus 3 in Klammern hoch 2 ist gleich, ja, minus 16 und 16, das fällt weg und dann 16 plus 9 sind 25. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis, weil 25, die Wurzel aus 25 ist 5, also kenne ich auch schon den Radius dann mit einmal hingucken und ich habe da nichts Krummes. Ja, wäre aber auch kein Problem, wenn das jetzt hier eine 23 oder eine 20 wäre oder so, man hätte dann was Krummes als Radius, würde auch funktionieren. So, das heißt, das ist jetzt hier meine Kugel 1 und die Zusammenfassung dessen ist, ich kann jetzt hier ablesen, was mein Mittelpunkt ist. Denn hier steht ja M1, M2, M3 und das immer in dieser Form mit diesem Minus hier. Das heißt, ja, machen Schüler auch manchmal falsch, dass sie dann sagen, ja, hier steht jetzt ja eine minus 4. Das ist aber nicht richtig, weil die allgemeine Form sieht ja vor, dass man x1 minus m1, das ist genau in dieser Form so stehen soll, und man dann hinter dem Minuszeichen das abliest, was da steht. Und das ist dann mein m1. Also hier steht eine 4 und deswegen ist meine erste Komponente auch eine 4. Hier steht auch eine 4 und deswegen ist meine zweite Komponente auch eine 4. Und hier steht eine 3. Und deswegen ist die dritte Komponente eine 3. Wenn da jetzt stehen würde x3 plus 3, also wenn jetzt hier sowas stehen würde, dann wäre meine dritte Komponente minus 3. Logisch, weil x3 minus minus 3 wäre ja dann wieder x plus 3. Also das ist hier aber nicht der Fall.
Also sind das hier meine Komponenten und eben gerade habe ich ja schon erwähnt, der Radius ist die Wurzel aus dem, was auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens steht. Also die Wurzel aus 25 und das ist 5. Damit haben wir die erste Kugel und wir machen erstmal weiter, bevor ich dir das gleich wieder grafisch in unserem Grafikprogramm zeige. Machen wir aber erstmal weiter und gucken nochmal auf die zweite Kugel. Wenn du das gerne mal selber machen willst, teilt einfach das Video mal an und probier es einfach mal alleine. Hier müssen wir nämlich auch wieder eine quadratische Ergänzung vornehmen. Und zwar, wenn man jetzt hier drauf guckt, braucht man ja hier in diesem Mittelteil nur noch eine mal 1. Also hier ist sozusagen mein a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Ist also das b in der Mittelkonsole auf jeden Fall schon mal eine 1. Weil 2 mal a mal b, 2 mal 1 mal x1 ist dann 2x1. Also muss hier eine plus 1 Quadrat ergänzt werden. Hier muss eine plus 6 Quadrat ergänzt werden und hier hinten muss eine plus 2 Quadrat ergänzt werden. Das Ganze kannst du dadurch beschleunigen, dass du einfach sagst, diese Zahl, die hier in der Mitte, in diesem Mittelteil steht, muss einfach immer durch 2 geteilt werden und das muss im Quadrat ergänzt werden. So einfach ist das. Schau dir es dir hier oben an. Hier steht eine 8, also die Hälfte von 8 ist 4 und das muss als Quadrat ergänzt werden, also 4 Quadrat ist plus 16. So funktioniert es jetzt hier auch und dadurch hat man das jetzt hier als quadratische Ergänzung. Das Ganze auf der linken und rechten Seite durchgeführt und zusammengefasst bringt mir dann hier die zweite binomische Formel x1 minus 1 hoch 2. Hier hat man x2 minus 6 hoch 2 und hier hat man tatsächlich in diesem Fall, den ich oben schon mal besprochen habe, x3 plus 2 hoch 2 ist gleich 9. Okay, was sind die Komponenten also von meinem Mittelpunkt? Hier kann ich sie ablesen. 1, 6 und minus 2. Na, weil minus minus 2 ist dann dieses plus 2 hier, also muss ich das hier beachten. Somit sind das meine Komponenten und die 9 ist natürlich auch wieder eine schöne Zahl. Die Wurzel aus 9 ist 3 und das ist mein Radius. Jetzt ist ja noch, obwohl, das können wir uns doch eigentlich schon mal angucken. Ja, das gucken wir uns schon mal an und dann machen wir noch den zweiten Teil der Aufgabe. Also hier habe ich einen Mittelpunkt M1 und die passende Kugel da drum mit dem richtigen Radius. Ja, das ist jetzt hier sozusagen mit dem Radius 5. Das ist eine relativ große Kugel jetzt hier schon. Und wir haben jetzt noch eine kleinere Kugel mit dem Radius 3. Wir wissen jetzt schon mal durch den Radius 3, dass die auf jeden Fall kleiner sein muss. M2 liegt hier unten im negativen Z-Bereich. Das habe ich jetzt hier so weiß gemacht, damit du es gleich besser sehen kannst. Aber okay, da ist der Mittelpunkt. Und da ziehe ich jetzt die Kugel drum. Ja, und jetzt siehst du es nämlich auch vernünftig. M1 und M2 sind jetzt hier die beiden Mittelpunkte und die ergeben mit den entsprechenden Radien diese beiden Kugeln. Ja, das kann man sich hier ganz gut darstellen und man sieht auch vor allem, dass diese M1 und M2, also dass diese Kugeln K1 und Kugel K2 auch wirklich sich schneiden. Und wenn du das mal genau aus dieser Perspektive dir anguckst, dann siehst du auch, wie das, das Geschnittene aussieht. Das ist nämlich wieder ein Kreis. Das ist eine Kreisfläche, die sich da quasi bildet. Und der Schnitt ist eben ein Kreisschnitt, der sich da aus diesen beiden Kugeln ergibt. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Teil der Aufgabe und da hieß es, wir sollen, muss mal gucken, was haben wir jetzt hier, da. Wir sollen den Abstand der Mittelpunkte berechnen. Und da müssen wir so ein bisschen auf unsere Vektorrechnungskenntnisse so ein bisschen, zurückgreifen. Und zwar ist ja der Abstand von M1 zu M2 ist ja nichts anderes als ein Vektor. Den kann ich dir auch mal hier einzeichnen. Der Vektor sozusagen von M1 zu M2. Diese Bewegung. Und da kann man auch eine Abstandsmessung machen. Ich mache das jetzt hier mal. M1, M2. Mal gucken, was da für ein Abstand entsteht. So, zack. Und jetzt kann ich mir den hier angucken. Das ist 6,16. Das ist der Abstand zwischen M1 und M2. Und das ist eine Bewegung, wenn du so willst. Und zwar der Vektor M1, M2, den ich da brauche. Ja, und dieser M1, M2, den können wir natürlich dadurch berechnen, dass wir hier sagen, okay, das ist mein Mittelpunkt. Na, jetzt kann ich hier nicht schreiben. Doch. Das ist mein Mittelpunkt M1 und das ist mein Mittelpunkt M2. Und wenn ich die Bewegung ausdrücken will, dann muss ich halt eben die Koordinaten von M2 minus die Koordinaten von M1 rechnen. Also mache ich das auch. Ich kann auch M1 minus M2 rechnen, ist ja egal, von welchem Mittelpunkt zu welchem Mittelpunkt man geht, spielt keine Rolle. Da bilde ich die Subtraktion und dann habe ich das hier als Ergebnis erstmal meiner Bewegung. Ne, dieser Vektor, der hier steht, das ist die Bewegung von M1 zu M2 oder von M2 zu M1, wie wir es hier gemacht haben, ist ja egal. Und jetzt packt man darum Betragsstriche, um zu sagen, jetzt möchte ich die Länge wissen von dieser Bewegung. Und wenn ich die Länge von dieser Bewegung kenne, dann kenne ich auch den Abstand von den Mittelpunkten. Du hast es ja gerade schon gesehen, 6,16 muss da rauskommen. Die Längenbestimmung machen wir wie immer, einfach die einzelnen Komponenten quadriert, addiert und daraus die Wurzel gezogen. Und da kommt raus, 6,16, keine Überraschung.
Ja, und jetzt kann man sagen, anhand dieser Information kann man auch schon feststellen, ob sich diese Kreise schneiden oder nicht. Denn wenn sozusagen ich diese beiden Radien, die ich hier gegeben habe, nämlich 5 und 3, wenn ich die addiere, dann kommt ja 8 raus. So. Und wenn jetzt der Abstand von M1 zu M2 größer gewesen wäre als 8, dann hätte ich gewusst, ja, die liegen so weit auseinander, dass ihre Radien eben dazu führen, dass sie sich nicht schneiden. Die laufen also quasi mit einem kleinen Abstand voneinander, nebeneinander her, diese Kugeln. Und hier ist es aber so, dass der Abstand kleiner ist als die Addition der Radien von den beiden Kugeln und deswegen muss es zu einem Schnitt kommen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Kannst du dir hier auch nochmal überlegen, wenn sozusagen die Radien addiert, also der Radius von M1 zum äußeren Teil dieser gelben Kugel und der Radius von M2 zum äußeren Teil der lilanen Kugel, wenn die addiert größer wären als der Abstand hier, dann würden die beiden Kugeln auseinanderliegen und sich nicht schneiden.